Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Und wir spielen heute weiter. Wenig überraschend, ich weiß. Gut, in der letzten Folge mussten wir hier zwangsläufig diese Insel besiedeln. Die Insel Leider deines befindet sich Konkurrenten wird hier belagert. keine Baumwolle drauf. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir da rankommen. Am besten wäre es natürlich, wenn Bist sie du hier hier, uns um zu helfen? das Saatgut irgendwann anbieten sollte. Das heißt, da müssen wir es erstmal warten. Wir haben noch ein paar andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Zum einen zum Beispiel diese nette Stadt. Ich stürme und dränge zu neuen Ufern. Interessant. Gut, also die Nähmaschinen, die füllen sich gerade so langsam auf und wir haben außerdem hier die Fleischkonserven, die auch langsam hochgehen. Das heißt, uns fehlen noch die Pelzmäntel, für die wir ja die Baumwolle brauchen. Und dann noch die Universität, die könnte man dann bauen, aber noch frisst das dann erstmal nur Geld. Wir müssen uns mal. Also, ja. Wir brauchen sowieso auch deutlich mehr Eisen, als wir hier auf der Insel kriegen. Hier hätten wir nur einmal Steinkohle. Hier wäre noch ein Eisenvorkommen. Ist aber auch weit weg. Am nächsten wäre tatsächlich der Ellie. Der Ellie. 26 pro Tonne. Tja. Ich glaube, das werde ich in Zukunft. Das werden wir uns mal in Erinnerung behalten. Ich glaube, das könnte noch in Zukunft nützlich sein, dass wir den direkt vor der Haustür haben. Okay, wie sieht's mit Seife aus? Seife ist voll, Brot geht runter. Dann müssen wir jetzt also zumindest provisorisch hier mal eine neue Brotkette aufbauen. Und währenddessen vielleicht sich schon mal ein paar Gedanken dazu machen, wie wir hier weiterspielen. Dadurch, dass wir halt jetzt keine Baumwolle produzieren können, verzögert sich das Ganze ein bisschen. Das bietet natürlich auch die Chance, die Inseln erstmal so weit vorzubereiten, dass wenn es dann soweit ist, dass wir dann sofort loslegen können. So, das sind 47, dann ziehen wir den Kram hier nochmal durch. 136. 144 passt perfekt. So, dann kann hier zum Beispiel noch eine Mühle rein. Achso, dann haben wir sogar hier noch. Ah, ne, dann lassen wir das. Dann sind jetzt hier noch zwei übrig. Ist in Ordnung. War nicht. Ne, ist auch egal. Zwei davon, dann eine Mühle und zwei Bäckereien. Jetzt ist natürlich hier die Ölquelle mehr als nur im Weg. Da müssten. Ah, gut, das bringt leider auch nicht viel. Dann kommen die irgendwie so hier hin. Reicht das? Ja, ich denke schon. Das heißt, wir machen einmal das. Wir haben genügend Geld und eine gute Bilanz, mit der wir das uns leisten können. Dann haben wir 2030 Handwerker. Jetzt, oh, jetzt geht das Geld wieder runter. Nein, der Rum ist alle. Ja, Zucker haben wir auch nicht auf der Insel. Das heißt, schwierige Angelegenheit. Am besten wäre, glaube ich, einfach sogar Bier. Das ist nur halt leider deutlich teurer. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Minus 200, eine Bier. Wir haben auch, glaube ich, haben wir überhaupt Hopfen? Wir hätten. Oh, nee, wir haben noch nicht mal Hopfen. Tatsache, wir haben keinen Hopfen. Hier haben wir Jagdgründe. Gesunkene Schätze, ja. Ich glaube, ab Ingenieuren kommt man dann in die Arktis. Ich bin mir gerade nämlich gar nicht sicher, wann man die Arktis entdecken kann, weil da die Jagdgründe zu erschließen wäre natürlich ideal. Aber müssen wir noch gucken. Gut, also die Uni auch nochmal minus 400. Die wird auch nicht billig.
Ja, wo sollen wir die bloß hinstellen? Die muss wahrscheinlich irgendwie hier hin. Anders geht das nicht. Oder? Nee, 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 nee. Wenn wir das Ding hier hinstellen würden. Nee, das lassen wir. Ich glaube, die Uni. Wir haben noch Zeit, bis wir darüber den Kopf zerbrechen müssen. Die Frage ist gerade sowieso. Die Frage ist gerade sowieso, was machen wir noch? Schwierig. Oh, da ist ein Auftrag. Den müssen wir natürlich sofort machen. Oh, eine Fotografieaufnahme. Das ist natürlich besonders nett. Fotografieren Sie die Residenz Ihrer Majestät. Gut, erledigt. Danke für die 6.000. Okay, dann haben wir auch wieder einen Auftrag vom Archibald Blake. Sie sich jetzt dran halten, sind Sie 19.000, okay. Das machen wir auch gern. Es sind gerade auch keine Schiffe in der Nähe. Das heißt, wir können auch den Schoner wieder losschicken. Mal eben schauen. Ja, Paprika sind noch da. Okay. Soweit, so gut. Ja, leider, leider fehlt es uns so ein bisschen an Das Leben ist in Ordnung. beidem. Sowohl Nähmaschinen als auch Fleischkonserven. Fleischkonserven war eigentlich schon zu erwarten. Huch. Da können wir auch die. Moment, von was haben wir? Ach, Fenster. Ja, gut. Das können wir auch wieder. Das brauchen wir nicht mehr. Wir ändern stattdessen mal von der Konservenfabrik die Produktivität. Und Nähmaschinen muss ich mal schauen. Es würde natürlich. Ja gut, minus 500. Nee, danke. Mann, das ärgert mich echt, dass wir hier keine Baumwolle pflanzen können. Es geht tatsächlich nur hier. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal den Clipper nehmen. Und wir laden die eine Wurst ab und nehmen noch mal Holz mit. Und brauchen wir Ziegel? Brauchen wir Ziegel? Brauchen wir Ziegel? Ich hoffe nicht. Ich nehme ganz viel Holz mit. So. Und dann bitte in die neue Welt. Ach, Moment, wir müssen aufpassen. Ich hoffe, unser Spawnpunkt wird nicht wieder direkt beim Piraten sein, dann kriege ich eine Krise. Gut. Jetzt aber erstmal schleichen Sie sich vorbei an den Patrouillenbooten zum Clipper. Okay, das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Ach, da unten ist noch eins. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Jetzt aber schnell. Wir haben guten Wind. Schnell, bevor das Linienschiff kommt. Und weg. Weg, 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 weg. Ach so, gut, die brechen auch schon ab. Gut, das war ja doch jetzt ein bisschen einfach. Aber die 19.000 nehmen wir mit. Und wir segeln wieder zurück. Dann gucken wir außerdem nochmal bei der Madame Kahina. Aber hier gibt es nichts Spannendes. Eine Katze und ein Esel, die brauchen wir nicht. Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. Dann wieder eine an den Reparaturkiste. Schreinerwerkzeug für Hafengebäude, okay. Trefferpunkte plus 30. Ja, solche Items, die machen sich dann gut auf den Schlachtkreuzern später. Okay, das Lager ist voll. Dann können wir außerdem hier nochmal erstmal den Weg hier abreißen. Hier zumachen. Okay. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Achso, Alonzo Graves. Ja, es wird höchste Zeit, dass mal hier ein bisschen was dem Alonzo Graves entgegengeworfen wird.
Der hat hier Linienschiffe und macht sich ganz gut dafür, dass er gegen zwei Gegner spielt. Und ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt auch noch die Insel dir besiedelst, dann kriege ich aber zu viel. Oh, und wie es aussieht, hat der Gasparov auch nicht die Möglichkeit, Baumwolle zu machen, aber die schon. Also die Insel hier, puh. Baumwolle, Zuckerrohr, Öl, Schiffe sind unter Gold. Beschuss. Oh, warum? Okay, zum Glück verfolgt mich das Schiff nicht. Sehr schön. Kann ich mit leben. Okay, und was haben wir hier? Ja. Ja gut, wir drehen mal Schiffe unter in Beschuss. den Wind. Dann wird das nämlich hier ganz schnell ganz einfach. Na, kriegen wir dich sogar noch versenkt? Da sind die Piratenfreunde da hinten bei der anderen Insel. Na komm, dich kriegen wir noch. Sehr schön. Leider keine Beute. Oh, da haben wir ein episches Item. 55.000 als Verkaufspreis. Verwendbar in Hafenmeisterei. Abwehrgeschütze, wenn aktiv. Angriffsgeschick plus 50, Moral plus 50%. Nicht übel. Darauf würde ich mal direkt hier den nächsten Kahn versenken. 55.000, das schwimmt da einfach so im Meer rum. Und du bist auch gleich weg. Sehr schön, da ist auch noch Treibgut. Deswegen versenke ich die eigentlich auch. Oh, Auftrag? Ja, Fotografieaufgabe. Nichts leichter als das. Ach, der zündet meine Schiffswerft an, der Spinner. Was ist das denn für einer? Huch, und irgendwas wird. Na gut. Brandaktiv. Die Feuerwehr, wo bist du? Menschen sind willig und billig. Oh, warte, das Item können wir sogar gebrauchen. Das Item lade ich mir mal auf mein Flaggschiff. Wobei, Feuer. Wo haben wir es? Moment. Wo ist das Item? Wo ist das Item? Da kommt niemand an, oder? Ja. Kritisch. Steinstraße. So, schon besser. Und wir mobilisieren. Aber habe ich nur die eine? Wo ist denn die andere Feuerwache? Hatte ich die abgerissen? Ich glaube, ich. Ja, stimmt. Die stand hier, wo das Varieté jetzt steht. Okay. Lassen wir die mal löschen. Der Clipper ist auch schon unterwegs. Okay. Ja, dann lade ich das auch mal ab. Wobei, wenn. Ja, komm, ich werde das mal eben verkaufen fahren. Wo haben wir es? Oh, wir haben sogar noch ein anderes, aber das ist nicht so praktisch. Wobei, wollen wir das behalten? Na gut, 3 Minuten ist natürlich nicht schlecht. Also, aber 55.000, die brauchen wir, glaube ich, gerade noch mehr. Ne, ich verkaufe die, wenn wir wirklich Geld brauchen. Gerade haben wir 50.000, das ist in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt uns erstmal wieder um den Vorrat unserer Waren kümmern. Oh, und wir brauchen ganz dringend mehr Kleidung. Da, Moment, warum ist das echt des. Oh, Tatsache. Dann bauen wir direkt mal hier ein neues hin. Zack. Und wo kommt noch eins hin? Stellen wir es hier hin. Kann ja nicht sein, dass das Lager hier wegen. Genau, das machen wir jetzt. Wo sind die Lagerhäuser?
Du darfst dich mal hochstufen und hier sieht's aber gerade okay aus. Ja. Moment. Das Stahlwerk muss ich auch mal wieder anschalten. In Ordnung, in Ordnung. Also gerade ist hier so ein kleiner Engpass. Ich hoffe mal, dass das sich aber erledigt, wenn die jetzt erstmal alle sich... Wenn die erstmal alle hier ausgeladen haben. Gut. Und immer noch dramatische Musik. Es brennt weiter, es brennt weiter. Aber da kommen wir hin. Also insofern alles in Ordnung. Okay, wir sind mal wieder im Minus. Das heißt, wir müssen noch mehr Häuser bauen. 97 Tonnen Holz. Das heißt, da... Oh, und wir kriegen hier hinten sogar noch den Weg hin. So. Dann... Oh, hier ist natürlich wieder kritisch. Wir brauchen hier definitiv... Wobei ein Wirtshaus... Oh, das geht sich hier hinten zum Beispiel gar nicht mehr aus. Aber eine Feuerwache muss hier definitiv hin. Denn hier ist überhaupt gar nichts. So, die kommt auch. Zwischen Anne Harlow und Gasparov wurde beendet. Das ist schön. Das heißt, die sind auch wieder im Krieg. Ja. Da wird auch schon scharf geschossen. Und tatsächlich ist gerade auf der Karte sehr, sehr wenig rot zu sehen. Das heißt, die Anne Harlow hat hier eine schwere Zeit. Das hier ist gerade das einzige Schiff von ihr. Das heißt, wir sparen uns gerade... richtig viel Geld, indem wir eben ihr nicht den Waffenstillstand abkaufen. So, sag mal, okay, jetzt habt ihr es aber auch gelöscht. Super. Dann gucken wir mal hier hin. Hier ist natürlich, na gut, auch nicht so viel rot, aber wir haben auch hier nichts, was unsere Schiffe verteidigen könnte. Gibt es hier schon irgendwas Neues? Ja, eine Reparaturkiste. Beeinflusst Perlenfarm. Genau, das ist jetzt... Damit könnten wir jetzt Perlen ernten. Oh, aber das ist auch nicht billig. 86.000, das heißt, ich kann eigentlich schon mal doch das Item verkaufen fahren. Beziehungsweise erst noch das Schiff versenken. Denn wir brauchen natürlich die Baumwollfruchtbarkeit und die scheint wohl doch, ne, etwas teurer zu sein. Okay. Das müssen wir also im Hinterkopf behalten. Ja, plus 400, das heißt, wir können auch hier mal wieder ein bisschen mehr Bauern hochbringen. Die Schule ist hier. Wir haben auch noch ein paar Ziegel übrig, das heißt, wir können mal hier so ein paar Wege ausbauen, die Bildung weiter in unsere Stadt trägt. So, schon mal deutlich besser. Und ich denke mal, die Reihe hier, die bringen wir nochmal auf Handwerker hoch. Und damit fehlt uns jetzt auch erstmal der Stahl. So, hier versenken wir das letzte da unten ist schon wieder das nächste. Oh, und hier liegt auch Treibgut. Und das Schiff hat auch Treibgut verloren. Hervorragend. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch weggepatcht wurde. Ah, Rum, super. Den bringen wir gleich zurück. Den bringen wir gleich mal zurück. Ja, was als nächstes? Was als nächstes? Wir haben natürlich auch... Haben wir Seife? Wir haben Seife. Ich aktiviere mal aber hier wieder die... zweite Seifenproduktion und dann werden wir den Überschuss definitiv verkaufen. Ich baue auch schon mal ein nächstes Lager. Für plus... Oh ja, oh, oh, sehr schön. Das kommt jetzt hier auf Höhe unseres
Kontor ist raus und dann fahren wir jetzt auch hier mal hinten hin. Dann werden wir jetzt einfach die Insel besiedeln, also... Du bist nicht gekommen, um dich uns anzuschließen, oder? Nein, wenn du mich hier fehlst und mir nicht vertraust, warum sollte ich mich dir anschließen? Ja, aber ich denke, es macht vielleicht doch mehr Sinn, erstmal die Insel hier zu besiedeln. Ich hoffe natürlich, dass wir dann hier genügend Platz haben. Haben wir Gold? Nee, wir haben sogar dann Gold. Okay, für den Notfall, falls wir das brauchen. Haben wir noch ein Schiff versenkt? Nee. Das war wahrscheinlich ein bisschen jetzt verzögert. Item? Ja, stimmt, wenn wir jetzt aber... Ach doch, wir brauchen das Geld. Wir nehmen das jetzt mit und bringen das zur Madame Kahina. Die gibt hoffentlich gut Geld. Haus und brauchen wir jetzt nicht. Okay. So, dann werden wir also hier unsere Baumwollfarm draufstellen. Es müssen ja auch erstmal nicht viele sein. Vielleicht kriegen wir dann ja nochmal dieses Saatgut. Nee, Corona habe ich nicht gesehen. Ein Glück. So. Oh, da geht's aber schon los. 4 Einflusspunkte. Tja, wir bräuchten 50, um von Haus aus hier Arbeitskräfte zu haben. Ja gut. Bauen tun wir es dann. Und damit sind alle Inseln in der neuen Welt besiedelt. Und wir können uns hier auch erstmal eine kleine Stadt aufbauen. Es muss natürlich... Ja, ich glaube, ich werde auch die Baumwollwebereien hierhin verlegen. Das heißt, ich werde mir ein Schiff hier nehmen und das hin und her pendeln lassen. Denn den Platz hier möchte ich komplett für Baumwolle verbrauchen. Aber auch nicht dann für zu viele Wohnhäuser, die dann noch die... Wie heißen die eigentlich? Baumwollwebereien versorgen müssen. So. Wie machen wir das am gescheitesten? Ich werde mal hier... Okay, das nächste geht tatsächlich erst hier. Okay. So, das macht 25 Einwohner. Das würde schon mal 2 Baumwollplantagen bedeuten. Ja, das kriegen wir hier unter. Sehr schön. Und ich gehe mal auf... Wir brauchen 2 für eine. Und in der alten Welt haben wir eine Pelzmantelproduktion auf eine Baumwollweberei. Ich gehe mal von 3. Das heißt, ja, wir sollten schon 6 Baumwollplantagen. Das heißt, 60 durch 5 macht... lass mich lügen, 12... Das heißt, wir brauchen 12 Häuser. Also, wir 5 haben wir ja schon. Das heißt, jetzt sind es 9. 10, 11, 12. So, für den Anfang muss das reichen. Jetzt haben wir natürlich kein... Achso, doch. Holz haben wir noch genug. Ich habe gerade aus Versehen bei den... bei den Arbeitern geguckt. So. Und wir fangen hier hinten an. Und gucken mal, ob wir das hier alles zugebaut bekommen. Ja, passiert. Die Insel hier sollte eh keine Tourismusmetropole sein. So, dann machen wir das hier hinten nochmal ein bisschen. Oh oh, wen hat's dies... Oh. Ach, der Graves holt sich die nächste Insel vom... Treibgut. Wir sind natürlich sofort auf dem Weg. Ja, aber die Insel wird auch der Gasparov... wird er verlieren und der Graves gewinnen. Nicht schlecht, nicht schlecht.
So, hier ist noch ein Auftrag. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Eine Lieferaufgabe. Ich vertraue dir. Oh. Hab ich sowas? Müssen wir gleich mal gucken. Gut, dann erstmal weiter im Text. Also, wir haben dann hier noch eine. Schade, hinten sind leider ein paar Kästchen, die nicht mehr bebaubar sind. Okay. Das können wir erstmal so machen. Dann kommt hier noch eine hin und dann sind wir schon mal bei 4. Ja, wenn wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir noch überhaupt ans Gold ran müssen, aber so müssen wir da dann ein bisschen umplanen. Ich glaube, wenn wir tatsächlich dann irgendwann Gold brauchen, dann haben wir aber auch schon Schlachtkreuzer, mit denen wir uns dann neue Inseln erobern können. Gerade ist es halt wirklich so, dass wir mit dem arbeiten müssen, was wir hier noch frei quasi vorfinden. Ja, und wir gucken mal. Ja, nettes Item. Die gute Kreissäge. Und der Graves hat in der neuen Welt eine Aufgabe. Oh nein. Eine Zerstörungsaufgabe in der neuen Welt. Gut, ich muss mal eben mein Schiff holen. Das ist natürlich... Besser hätte es gar nicht laufen können. Am anderen Ende der Karte. Und dann noch Gegenwind. Na dann, toi toi toi. Ob wir das in der Zeit schaffen... Ja. Du musst mir da jetzt nicht die Hucke voll quatschen. 2, 5 und wir wollten 6 haben. So, irgendwie haben wir hier keine. Nein, hier ist auch nichts mehr frei. 122. 138. Und 44. Okay. Dann kann es losgehen. Wie viel kostet mich so ein Ding? 6 Holz mal 6 macht 36. Ja genau, 36. Und wir haben jetzt auch genau die 60 erreicht. Das passt ja vom Timing super. Und deswegen sage ich, Baumwollfelder, los. Sehr schön. Okay, und wir haben auch noch genügend Platz für mehr. Wobei wir könnten, glaube ich, sogar einfach hier noch die Produktion aufstellen. Das ist ja eigentlich auch nicht so ein großer Aufwand, würde ich behaupten. Oder? Oder? Oh nein, habe ich da was übersehen? Ah, so, hier fehlt nur der Weg, okay. Oh, Zeitung. Fischknappheit, das ist gar nicht gut. Wir schauen einmal vorbei. Haben wir echt keinen Fisch mehr? Achso, wahrscheinlich, weil das vorhin gebrannt hat. Gut. Oh je. Ah! Nein. Schnell nach Hause. Oh nein, Gegenwind, gar nicht gut. Und eine Fregatte auch noch. Scheiße, jetzt könnte ich das Item nicht mehr verkaufen. Was bringst du eigentlich? Schreinereien plus 30%? So. Bitte in den Schutz der Kanone vom Kontor. Und du segelst zurück. Wir müssen jetzt Kanonen hierher holen, dass wir hier Verteidigungsanlagen bauen können. Ich weiß gerade nicht. Kann ich so schon eine Kanone hinstellen? Wo haben wir sie? Das geht gar nicht. Ach stimmt, wir brauchen ja noch. Für die großen Geschütze brauchen wir ja noch die Obreros. Das heißt, das müssen wir erstmal wohl oder übel lassen. Gut. Dann werden wir das vielleicht auch noch in der nächsten Folge machen. Und haben wir hier Arbeitskraft übrig? 92. Ne, das ist mir zu riskant mit den feindlichen Schiffen hier. Ich möchte keine pendeln lassen. Wenn das tatsächlich hier zu voll werden sollte, dann werden wir das natürlich wieder ändern, aber fürs Erste sollten sich 6 Wohnhäuser dafür, also der Platz dürfte hier nicht
unbedingt gebraucht werden. Ja. Moment, der Weg hier, den lassen wir mal. Denn dann passt hier unten noch ein Haus hin. Okay. So, das sind mehr als genug sogar. Wir bauen nochmal schnell ein Lagerhaus. Das kann dann gleich mit hier hin. Und dann kommen hier 1, 2, 3 hin. Und das reicht. Okay. Schreinereien haben wir nicht auf der Insel. Oh je, die Fregatte will's wissen. Die kreuzt jetzt hier gerade unsere Route. Ich müsste nämlich jetzt einmal hier hin, um neues Holz zu holen, dass wir die Baumwollwebereien... Oh, und du hast auch schon... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, dann müssen wir hier noch ein neues Lagerhaus hinstellen. Nützt alles nichts. Also wir brauchen... waren das auch 6? Ja, 6, das heißt 18, 28 Holz für diese Insel. Oh, da kommt aber der... Nee, der Sparrow, der will aber nicht hier zu uns. Der will wahrscheinlich irgendwo anders hin. Okay. Ist mein Schiff jetzt eigentlich schon... Nein, doch, jetzt kommt es gerade erst, zum Glück, okay. Wir haben auch noch, wie lange Zeit? Also, dass wir den Auftrag für den Graves machen, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, doch, es geht schneller, als ich gedacht hätte. Wir haben immerhin noch, oh, wir haben bei dem sogar richtig guten Ruf. 66, mein lieber Freund. Bei der Margot Hunt sieht es ein bisschen kritischer aus. Das müssen wir dann definitiv in der nächsten Folge ändern. Gut, das heißt, wir haben in der Folge die... oh, wir haben 100.000. Sehr schön. Okay, jetzt... Wenn das so im diplomatischen Sinne auch so entspannt bleibt, dann werden wir hier ganz schnell auf die Schlachtkreuzer zugehen. 100.000. Davon können wir uns die Universität kaufen, bauen, wie auch immer. Dann die Pelzmäntelproduktion. Und dann müssen wir nur noch ein bisschen die Nähmaschinen aufbessern, die Konserven, und dann haben wir Ingenieure. Dann brauchen wir dafür... Oh, aber da geht's noch richtig los. Schlachtkreuzer brauchen ja Geschütz. Geschütze, das sind, die sind teuer, die Fabriken. Aber, ja, oh, stimmt, wir brauchen noch eine ganze Ölroute. Die Leute gehen auf die was? Oh, 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 oh. Dann schnell bitte ein Revier. Seid ihr echt so sauer? Das gibt's doch gar nicht. Plus 10 und ihr geht auf die Straße? Was ist denn bei euch falsch? Ich folge meinem Herzen. Ja. Das geht aber in die völlig falsche Richtung. Sowas. Okay, dann müssen wir... Ja, nächste Folge kümmern wir uns dann um den Aufstand als... aufgeklärter, in Anführungsstrichen, Herrscher, werden wir uns natürlich sofort ganz weit weg von diesem Aufstand, von dieser Revolte begeben. Und stattdessen lieber in der neuen Welt unsere frisch gebauten Baumwollfelder anschauen. Und damit bin ich durch für heute. Bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.